Leute, was ist es denn, wenn das heute wieder schief geht? Ist es dann eine kleine Krise? Müssen wir uns dann Sorgen machen? Werden wir erleben. 90 Minuten hier daheim gegen den VfL Wolfsburg. Das fängt ja schon mal wenig positiv und wenig vielversprechend an. Einer unserer Stürmer, Yusuf Poulsen, der dänische Nationalspieler, hat hier scheinbar Probleme mit seinem Oberschenkel. Das werden wir auch dann sofort mal nutzen und lassen den Timo warm laufen. Muss ja nichts heißen. Es kann jetzt auch passieren, dass der das Spiel da wie ein junges Reh zu Ende spielt. Aber es kann auch anders aussehen. Und ja, das erste Tor hat nicht lange auf sich warten lassen. 7. Minute. Aber das war abseits. Und Nassim Ben Khalifa, der es erzielt hat, kann sich leider nicht freuen. Und somit natürlich weiterhin 0:0. Es ist aber schon ein Fingerzeig, ne, dass die wirklich sehr, sehr gut hier anfangen. Und deswegen müssen wir drauf. Konzentration. Habe ich ja schon gesagt. Und jetzt ist eben wichtig, dass wir hier auch mal die Wolfsburger stören. Und das schaut gut aus jetzt. Ist zwar eine Standardsituation, aber wie die Tore gemacht werden, soll mir hier Schnuppe sein. Benaglio, immerhin hat er den im Nachfassen. Also auch die erste Chance von uns kann Wolfsburg da abfedern. Und ja, 20 Minuten jetzt gespielt. Wir werden das jetzt nutzen, nochmal alles nach vorne schmeißen. Haben aber jetzt leider Gottes hier Wolfsburg wieder eingeladen. Dresch schaut, sieht und Payet bekommt den Ball. Der setzt sich gegen Sammer dann durch, schießt aus 20 Metern und wir haben Glück, dass er drüber geht. Zentimeter, als ob da einer mit dem Maß das Ganze ausgemessen hätte. So knapp war der. Gelbe Karte Kuh. Wir hatten noch nichts mit Fouls zu tun in dieser Partie. Und gleich die erste nutzt der Schiedsrichter Christian Schülke, um hier eine Karte zu geben. Er sah anscheinend taktisch gesehen, um den Konter hier zu unterbinden, den wir fahren wollten. Nochmal drauf jetzt. Gute Freistoßposition Wolfsburg. Oh je, also jetzt bekommen auch die ihre Möglichkeit. Payet schießt. Ich dachte jetzt eigentlich, das macht der Kuh selbst. Jonas hat den 22 Metern. Ja, das ist durchaus eine Möglichkeit, wenn man einen hat, der die schießen kann. Aus der Entfernung. Nächste Chance für uns. Volleyschuss von Matuschka. Nach Vollhandflanke. Spitzer Winkel. Da hast du eigentlich kaum was zu verlieren. Aus der Ecke. Du kannst eben nur nochmal zurückspielen, aber wenn sich da keiner anbietet in der Mitte, dann probier es einfach mal selber. Klar. Nach wie vor 0:0. Wir gehen jetzt auf das Ende dieser ersten Halbzeit zu. Nochmal voller Angriff. Und immer wenn ich das drücke, kommt Wolfsburg. Sollte mir zu denken geben. Ist die erste Ecke im Spiel. Und die zweite folgt dann auch sogleich. Sieben Sama hat da das Duell gewonnen. Aber konnte ihn leider nur ins Tor ausklären. Die schaut auch wieder nicht gefährlich aus. Aber leider Gottes wissen wir ja um die Anfälligkeit bei Ecken. Und jetzt müssen wir aufpassen. Nassim Ben Khalifa. Das war eine harmlose Möglichkeit, ja, und sie ist drin. Wieder mal eine Standardsituation. Es ist nicht nur der Torwart. Es ist nicht nur der Torwart, also teilweise auch die Abwehrspieler, die sich da sehr, sehr doof anstellen. Und jetzt liegen wir schon wieder hinten. Also wir schaffen es nicht, Tore zu erzielen, auch nicht aus guten Chancen. Und der Gegner macht sie dann einfach. Dann können wir erzählen, was ihr wollt, aber ich kann nichts meckern hinten an den Noten. Nur inklusive Torwart. 3,5 ist das Schwächste. Der Ben Khalifa, der ist halt eben ein ausgefuchster Kerl. Und wenn er dann eben den Ball da bekommt, dann macht er rein. So einfach ist es. Ja, los, zeigt es ihm gewinnen, ist natürlich jetzt eine Sache. Also wir müssen Minimum 2 Tore machen. Wolfsburg dürfte keins mehr schießen. Oder eben, wenn sie nochmal treffen, dann wird es schon richtig hässlich. Also dann wäre ich hier mit einem Sieg mehr als zufrieden. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Deswegen lieber ein bisschen defensiver. Die so ein bisschen an der Ehre packen, dass es einfach besser gehen muss. Die motivieren wir, obwohl sie nicht so schlecht waren. Vasiljevic, der heute nochmal die Chance bekommen hat, muss auch motiviert werden. Engelk hat es gar nicht angenommen. Ich kann Matuschka mal motivieren, vielleicht loben meine ich. Vielleicht bringt es was. Jochen Seitz, wir haben nur 83er gesehen, das war hier. Und 2x84,
ist jetzt die Frage. Ich nehme die Option Engelke mit, da er der Abwehrchef ist und er muss stehen bleiben. Was ist denn hier passiert? Also diese Niederlage in Berlin, die hat es ja komplett hier nach unten gezogen. 6 Punkte von 19 aus 20 auf 13. Ja, irgendwo merkt man das, ne? Irgendwo merkt man das. Ein bisschen Verunsicherung haben wir. Und ja, dann kommt es eben so zusammen, wie man auch immer sagt, bei Mannschaften, die sich unten befinden, im Abstiegskampf. Da kommt dann eben dann auch noch Pech hinzu, wenn du kein Glück hast, so ganz auf Glück geschissen. Jetzt aber, Jungs, jetzt müssen wir was machen. Jochen Seitz sucht Paulsen, also die beiden Stürmer, die sich da die Bälle zuspielen. Und Paulsen ist letztendlich der Glück hat, dass er den bekommt. Kann ihn stoppen und vorbei an Benaglio, dem Schweizer Nationaltorwart. Und das ist die Antwort, auf die ich gehofft hatte. Ganz früh. Und jetzt, Leute, bitte weitermachen. Bitte weitermachen. Wieder Seitz hat sich davon gestohlen. Vorland sieht es. Schickt ihn mit einem sehr, sehr schönen Pass. Und Paulsen trifft das leere Tor jetzt nicht, ey. Was ist das denn? Das sind 3 Minuten danach. Der kann doch nicht innerhalb von 3 Minuten vergessen haben, wie man das Ding da reinschießt. Alter Schwede. Was für ein Ding. Also ich werde jetzt auch den Napri da einsetzen. Wir schicken Vorland rüber. Da ist er nochmal 2 Punkte stärker und sehr schnapper auf die rechte Seite. Da brauche ich jetzt einfach ein bisschen Erfahrung. Ich werde jetzt auch Paulsen rausnehmen. Nicht wegen der Situation, aber wir wissen ja ganz am Anfang noch, dass er sich da was geholt hat am Oberschenkel, was zwar jetzt nicht so schlimm zu sein scheint, aber dann lieber eine Präventivmaßnahme hier ergreifen und ihn auch ein bisschen schützen. Also das kann natürlich jetzt auch auf Selbstvertrauen gehen. Du machst das Tor und dann passiert ja so eine Situation und bevor der jetzt da 25 Minuten komplett verunsichert rumrennt, wir nehmen den Einsatz mal hoch hier, das Pressing, glaube ich, nahe 70%. Jetzt aber erstmal aufpassen. Wieder die Wolfsburger. Meilenweit am Tor vorbei. Ne? Ben Khalifa, da müssen wir immer aufpassen. Da muss man immer aufpassen. Abwehrreihe schicke ich auch noch ein bisschen vor jetzt. Aber erstmal wieder die Gäste. Der Tabellenfünfte aus Wolfsburg. Gelbe Karte Engelke. Solange es kein Elfmeter ist oder sonst irgendwas, nehme ich das gerne mit. Man muss sie nicht zeigen, steht hier. Aber er hat's gemacht, der eigentlich das Spiel gerne laufen lässt. Aber wir können uns nicht beschweren, also Wolfsburg hat auch ganz am Anfang schon die Gelbe bekommen, dafür Kuh. Wir regeln das bei ihm ein bisschen zurück, wie wir das erkennen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und es scheint jetzt so zu sein, dass wir auch nochmal mitspielen wollen. Matuschka, nach Pass von Gnabry. Benaglio ist natürlich immer noch ein klasse Torwart. Hat die 80 nicht mehr ganz. Aber eine 77 ist immer noch sehr stark. Ich denke mal, das reicht auch nach wie vor, um in der Schweiz da im Tor zu stehen. Timo Röcker für Ricardo Rodriguez, der andere Schweizer, der am Platz steht. Kempf, Strodig, Afdicay. Ich könnte jetzt nochmal aufgrund der Geschichte, dass es, ja doch, bei Matuschka 2,5, man kann es nicht sagen, dass es nicht läuft. Aber dass Steffen Lang eben müde wird, das nehme ich mit. Und die 3,5. Ja, es ist mittelmäßig, die Leistung heute. Zumindest lassen wir jetzt nicht mehr so viel zu. Das sind dann kleine Möglichkeiten. Aber ich glaube, Wolfsburg hat da noch gar keine große. Nee. Die haben 8 kleine. Die haben jetzt in der 2. Halbzeit genau wie in der ersten die Oberhand, was den Ballbesitz angeht. Und das nicht unbedingt wenig. Das sind 60-40. Das ist eine Hausnummer. Also wirklich einer Heimmannschaft hier würdig. Aber es steht nach wie vor unentschieden. Timo hat die Möglichkeit zum Schuss. 30 Meter flach. Der ist aber links daneben. Diego für Ganso. Oh Gott, jetzt bitte keine Freistöße mehr hier. Also den würde ich mir jetzt gerne packen, aber habe Angst, dass ich das komplette Gefüge damit durcheinander wirbel. Wir können nicht mehr wechseln, also kein Strodig mehr. Geis, es ist heute nicht sein Spiel und jetzt macht er hier gegen Junior Malanda sowas, was man gerne Tätigkeit nennt. Also extrem hartes Einsteigen. Ja, muss nicht unbedingt Tätigkeit gewesen sein, aber meistens ist es eben der Fall, wenn du so reingehst, dann nimmst du das bewusst in Kauf, dass du den Kerl halt eben verletzen kannst, dem du gerade die Stollen ins Bein rammst oder sonst wohin. Deswegen, also da haben wir Glück gehabt, dass wir hier mit 11 Mann weiterspielen können. Die Möglichkeit, die wir jetzt hier haben, Abseitsstellung, Seitz, wird zurückgepfiffen, obwohl es gleiche Höhe war. Das hatten wir im letzten Spiel gegen Hertha, glaube ich, auch schon. Nochmal voll nach vorne. Ich will es jetzt wissen, natürlich ist die Gefahr da,
dass man sich noch ein Gegentor einfängt. Aber die haben jetzt lange nichts mehr gezeigt, die Männer aus der VW-Stadt. 3 Minuten haben wir noch. Man fragt sich, wofür diese Nachspielzeit ist. Ich nicht. Was haben wir jetzt? Indirekter Freistoß in Leipzig. Binaglio wird angezeigt. Rückpass bekommen von Beck. Und das ist jetzt im Strafraum. Da wird wahrscheinlich jetzt eine Mauer stehen, die aus 10 Männern besteht. Seitz tippt kurz an. Matuschka schießt. Glanztag von Binaglio hat den Ball. Das habe ich auch so noch nicht gesehen im Textmodus. Diesen indirekten Freistoß. Ja, der hat sich das verdient heute. Klasse Partie. Ich hoffe, wir verlieren das jetzt nicht noch. Das wäre dann die Höchststrafe, wenn wir das jetzt noch hergeben würden. Tun wir aber nicht mehr. Also mit einem Unentschieden gehen wir hier aus diesem Spiel raus. 90, ich finde, ganz ordentliche Minuten von uns, zumindest nach der Pause. Und ihr seht ja die Möglichkeiten. Ihr seht den Ballbesitz. Viele werden jetzt sagen, es ist zu wenig ein 1:1. Ich sehe aber dann noch lieber das Ganze und sehe diese unerwartete Niederlage gegen Berlin und sehe die Möglichkeit, die immer da ist, wenn sowas passiert, dass die Mannschaft so ein bisschen in Strudel kommt, wo man selber nicht weiß, warum. Und da wieder rauszukommen, ist dann eben schwierig. Wenn du ein Spiel dann verlierst und dann unentschieden spielst, nach Halbzeitrückstand, dann sehe ich dem positiv entgegen. Es war ja auch nicht irgendwer, gegen den wir gespielt haben. Platz 5, VfL Wolfsburg, von der Stärke her. Jetzt am Ende nicht mehr, aber zumindest zu Beginn absolut auf Augenhöhe. Deswegen, das passt schon so. Tabellenplatz 3 müssten wir eigentlich auch noch haben können, gehalten haben können. Schauen wir mal, bis gleich. So, zurück vom 14. Spieltag im Textmodus gegen Wolfsburg mit einer Teamansprache, die zwar den Rasen wahrscheinlich etwas ruinieren könnte, aber im Endeffekt haben wir uns dran gehalten und wir haben ein bisschen was da weggefräst und haben Gras gefressen und das wollte ich ja sehen, dass die Mannschaft sich da reinhängt und zur Halbzeit dann auch das noch umgedreht. Man kann sagen, Wolfsburg hat die erste Halbzeit gewonnen, wir die zweite. Natürlich hatten wir mehr Möglichkeiten, wir hatten mehr Ballbesitz. Es spricht eigentlich alles dafür, dass man so ein Spiel dann auch letztendlich gewinnt, wenn man einfach die Tore reinschießt. Nur, es gab da so einen Dänen, der hat ein kompliziertes Tor gemacht und dann bei dem Einfachen hat er es nicht hinbekommen. Das passiert dann eben auch den guten Jungs. Ja, wir dürfen nicht vergessen, es sind alles noch Spieler unter 25. Viele auch noch unter 23, 22. Und das ist dann eben kein Uhrwerk. Da kann man nicht sagen, der hat so viel Erfahrung, der weiß genau, was er machen muss. Und ja, der hat sich am Anfang verletzt gehabt mit dem Oberschenkel. Wir konnten ihn drauf behalten. Und das hat er uns ja auch gedankt, dann mit dem Ausgleich. Klasse, wie die beiden da vorne zusammengespielt haben, Jochen Seitz, Yusuf Paulsen. Was mir bewusst ist, und das habt ihr mir auch nochmal reingeschrieben in die Kommentare, dass wir unseren Timo wieder mehr einbinden müssen. Nicht nur, dass der die Form wieder verbessert, sondern auch, dass die Entwicklung weitergeht, weil wenn ein Spieler sich bei uns Bombe entwickeln kann, in einem bestimmten Alter, dann ist er mit Abstand am weitesten als Angreifer da vorne. Und dann wäre es halt einfach blöd, wenn wir das verschenken würden. Aber in den letzten Partien war es einfach so, dass die beiden hier sich das durch gute Leistungen, durch gute Noten, durch gute Moral dann einfach verdient haben, auch von Beginn an aufzulaufen. Und das Schöne bei uns ist, wir können alle drei Stürmer universal tauschen. Also da kann jeder mit jedem zusammenspielen. Tim Klose war der beste Mann für Wolfsburg. Binaglio dürfen wir nicht vergessen. Auch ganz stark am Ende hält er da das Unentschieden fest, indem er diesen indirekten Freistoß im Strafraum, wissen natürlich nicht, wo das war. Das kann 2 Meter von der Linie entfernt gewesen sein. Das können aber auch 10 Meter sein. 10,50 Meter, was weiß ich. Hatten auf jeden Fall gehalten. Ne? Das war's. Und damit 1:1. Bei uns war keiner so richtig schlecht. Also Sama mit einer 4. Ja, man kann es ausgleichen. Also der Rest um ihn rum hat es sehr gut aufgefangen. Und bei Johannes Geis das Gleiche. Also wir sind jetzt nicht hier permanent zugerannt worden von Wolfsburg, dass da einfach bei uns die Zustimmung überhaupt nicht gepasst hat. Und das Umschaltspiel. Chancen waren da, man muss sie einfach nutzen. Das dürfen wir dann gegen Schalke besser machen. Matuschka war bei uns der Beste mit einer 2. Ich habe gelesen, ich soll das bei ihm mal rausnehmen mit dem Spielmacher, weil er ist ja eigentlich im Prinzip auch keiner, der gute Tusche. Könnte natürlich was dran sein, dass wir vielleicht dann noch besser spielen, wenn wir ihn das nicht machen lassen. Ist halt nur die Frage, wer soll es dann machen? Ob wir komplett ohne Spielmacher agieren sollen?
weiß ich nicht, ob das so positiv ist. Es würde natürlich auch perfekt passen, wenn es bei ihm klappen würde, weil er ist der Kapitän, wenn man am Platz steht, mit 8 von 10 Führungsqualitäten. Er ist mit Abstand der Älteste, der erfahrenste Spieler mit plus 2. Aber gut, wenn er es nicht kann, dann muss jemand anders machen. Es war leichter, das umzumodeln, als wir noch diese doppelte zentrale Position hatten, wo dann eben neben ihm Stendera gespielt hat oder auch Afdicay, der leider Gottes zuletzt auch ein bisschen kurz kommt. Aber der Kader ist eben so breit, ne? Wenn die Form dann einfach da ist, und meistens ist es auch so, dass die Spieler bei uns das nutzen, wenn sie die Chance bekommen und dann im nächsten Spiel natürlich auch eine gute Form haben. Das macht es dann nicht immer einfacher. Ja, hier muss man nicht viel mehr zu sagen, das haben wir ja gesehen, dass die Chancen und das Ganze drumherum einfach prädestiniert gewesen wären, um hier 3 Punkte mitzunehmen oder zu behalten. Aber Tim Klose und Wolfsburg hatten da was gegen, ganz stark mit einer 1, der ehemalige Nürnberger, ist ja auch ein Schweizer, habe ich eben unterschlagen, als ich gesagt habe, der zweite Schweizer Rodriguez, dass der rausgegangen ist. So, jetzt wird's interessant, weil da die Ergebnisse uns jetzt hier bevorstehen. Und wir fallen von der 3 auf die 4, weil Schalke gegen Berlin 3-0 gewinnt. Also die Mannschaft, die uns geschlagen hat, abgeledert hier. Und interessant ist es in dem Sinne, weil der FC Schalke der nächste Gegner ist, auf den wir treffen werden. Schön ist, dass wir 7 Punkte Vorsprung haben auf Wolfsburg, also den direkten Konkurrenten. Dann Leverkusen von 9 auf die 6, also die kommen langsam, das sind 8 Punkte. Frankfurt auch 22, doppelte 21er Punktzahl für Gladbach, Stuttgart und dann schon Köln. Also Köln ist momentan die Mannschaft, nicht der Stunde, also da gibt's oben natürlich auch welche, die man dann nennen könnte. Leverkusen zum Beispiel oder natürlich auch Bayern, aber da wundert es einen ja nicht. Aber das ist mit Abstand hier der beste Aufsteiger. Die haben jetzt 17 Punkte, sind fast doppelt so viele wie St. Pauli und Lauter mit 6. Also die haben das Doppelte mehr. Nicht das Doppelte, also mehr Punkte alleine, als die beiden Mitaufsteiger zusammen haben. Also das spricht dann natürlich schon dafür, dass das der beste Kader ist. Aber St. Pauli hat ja trotz der Niederlage heute den Abstiegsplatz verlassen, weil Nürnberg 4-0 verloren hat. Und die St. Paulianer es mit 0-1 zumindest ein bisschen enger gehalten haben, das Spiel. Ist natürlich ärgerlich, dass es gegen Ingolstadt gegangen ist, weil das hätten sie jetzt nutzen können. Mit einem Sieg auf 12 Punkte und Ingolstadt wäre eben dann auf 10 gewesen. Mit 10 Punkten. Und dann wäre das hier unten nochmal komplett anders. So, ich bin natürlich nach wie vor sehr zufrieden mit Platz 4. Wir wollen ja hier nicht die Bäume zu hoch wachsen lassen, dass man dann nachher gar nicht mehr hinterherkommt hinter den eigenen Ansprüchen. Deswegen ganz locker das mitnehmen, was wir bekommen können, weil für mich ist die Mannschaft immer noch natürlich sehr, sehr jung, sehr, sehr unerfahren. Und wir spielen nach wie vor europäisch mit, genau wie in der Vorsaison. Das kann ja nicht sein, dass es eine Wunderheilung gibt hier. Dass es von einer Spielzeit auf die andere dann komplett weg ist. Diese Dreifachbelastung, dass man das eben dann so locker aus dem Ärmel schüttelt. Natürlich ist der Kader dieses Jahr besser als letztes Jahr. Jeder von den Spielern hat sich weiterentwickelt. Aber trotzdem, das darf man nicht unterschätzen, das machen wir auch nicht. Wien Wiesbaden fällt so ein bisschen ab. Die waren ja ganz am Anfang schon mal Dritter. Jetzt Platz 9 mit nur einem Punkt aus den letzten 5 Spielen. Aber Weg nach unten ist weit. Also 24, die haben schon deutlich mehr, als sie hätten holen müssen in der Vorrunde. Wenn man mit 40 Punkten davon ausgeht, dann hätten die 20 haben müssen nach 17 Spielen. Und theoretisch können sie dann noch 7 Punkte mehr schaffen am letzten Spieltag der Hinrunde. Aber die machen ja mehr, ne? Die machen ja, glaube ich, bis Spieltag 20 vor Weihnachten. Also da geht's dann schon irgendwo. Aber ein 6-1 gegen Mainz ist natürlich auch eine Hausnummer, weil Mainz auch nicht so toll drauf war. Platz 10 nur für den Ex-Bundesligisten. Ja, Duisburg, nachdem sie am letzten Spieltag katastrophal Freiburg hier abgefertigt haben, verlieren heute leider Gottes wieder gegen den FSV Frankfurt. Aber das war auch ein Auswärtsspiel, 2-0. Sang und klanglos hier. Bleiben auf der 17, 18 ist reserviert für 60. Und Bochum rutscht auch wieder runter. Also ein munteres Treiben hier, aber man kann sagen, Regensburg. Und dann ist eine kleine Lücke, 5 Punkte unter Haching, die sich mal erst noch keine Sorgen machen müssen. Vorerst. Aber auch hier natürlich immer aufpassen. Union hat auch verloren gegen Hoffenheim, also im Spitzenduell 1 gegen 2. Jetzt ist Freiburg wieder vorbei, die 3-0 gegen Bochum gewonnen haben. Und es könnte noch heiß werden da oben.
weil natürlich auch Braunschweig, Düsseldorf heute mit 2 Siegen da noch mitmachen wollen. Und da haben wir die dritte Liga. Die haben nicht gespielt, nee, weil Wattenscheid, das haben wir ja noch gesehen, dass die gegen Heidenheim verloren hatten. Können wir weiter gucken, Regionalliga Nord, Nordost, und ich glaube, die haben auch nicht gespielt, die hatten auch schon 33 Punkte letztes Mal. Nee, die haben auch nicht gespielt. Also ich muss, glaube ich, gar nicht durchgucken hier, ich mache es trotzdem mal gerade. Nee, da ist Hessen-Kassel, die scheiden da Pause. Ach, warte mal, ich weiß auch warum, das ist ja unter der Woche. Ich flaume. Da spielt man ja gewöhnlich nicht in den unteren Ligen. Deswegen können wir uns um die Stimmen kümmern und den Rest, der da noch kommt. Das Spiel war ausgeglichen auf beiden Seiten, würde ich jetzt nicht so sagen. Das ist so ein Gagsatz, der eigentlich doppelt gemockelt ist, wie man das ja manchmal auch so hat. Diese Lothar Matthäus-Sprüche eben. Und ja, Cerun Ten Brinke von Wolfsburg auswärts, wäre ich mit dem Punkt schon vorher zufrieden gewesen. Mannschaften haben sich weitgehend neutralisiert. Und ja, die Fans können zufrieden nach Hause fahren. Ist okay, würde ich auch sagen. Also wir sind ja nach wie vor beide jetzt durch dieses Ergebnis nicht runtergefallen. Also wir einen Punkt haben wir verloren. Position 4 jetzt, nachdem wir Dritter waren. Und Wolfsburg bleibt auf der 5. Wurden dann auch nicht überholt. Ja, natürlich ist Schalke jetzt vorbeigezogen, aber wir haben ja die Möglichkeit, das ganze Ding zu reparieren. Deswegen sehe ich das jetzt ein bisschen positiver. Mit dem Heimspiel dann gegen Schalke nächstes Wochenende. Ein bisschen Sorgen habe ich, was die Frische angeht, weil die war ja jetzt gerade schon sehr, sehr an der Grenze. Und es waren viele Stammspieler drauf. Also mit Vasiljevic eine Position, wo wir tauschen könnten. Für Gnabry dann eben. Aber ansonsten haben ja im Prinzip die Jungs gespielt, die wir jetzt auch wieder aufstellen. Goretzka zum 4. Mal bereits in der Elf des Tages. Könnt ihr euch noch erinnern? Ganz am Anfang, wo ich mich mit seiner Personalie so ein bisschen beschäftigt habe, weil er immer gefordert wurde, guckte ich den doch mal an. Das wäre doch natürlich auch einer aufgrund vom Alter, vom Talent für Leipzig. Damals, ja, die 1,52 Millionen, die Marktwert, die es damals waren. Jetzt hat er das ganze Ding verzehnfacht. Jetzt hat er nämlich 21,3 Millionen hier stehen. Ein sehr, sehr niedriges Gehalt. Also da würden bei uns wahrscheinlich die Jungs in die Barrikaden gehen, wenn die das verdienen würden. Also in seiner Position, weil das ist natürlich ein absoluter Stammspieler. 13 Spiele, 5 Buden gemacht als Zentraler. Ich denke mal, der spielt nicht hier offensiv. Das ist echt nicht schlecht. Das ist ja teilweise besser, als so mancher Stürmer das aufbieten kann. Na, da bin ich schon beeindruckt. 2-mal heute getroffen. Spieler des Tages, Simon Zoller, der kommt auch wieder. Der kommt auch wieder. Na, hier 3-mal in Folge getroffen, dann ja, gegen Valencia 4 bekommen, gegen Bayern dann nur eingewechselt worden, wahrscheinlich geschont oder wie auch immer. Was, ich meine, es macht im Prinzip keinen Sinn, einen Simon Zoller zu schonen gegen Bayern München. Und jetzt gegen Hamburg mit 2 Buden mit einer glatten 1. Also wenn wir dann gegen Dortmund spielen, dann werden wir uns dagegen ihn erwehren müssen. Das ist ja überall so. Das ist bei Sigthorsson mit Leverkusen und bei den Bayern müssen wir gar nicht erst anfangen. Also da ist im Prinzip jeder Spieler gefährlich, der irgendwo in der Offensive aufgestellt wird. Ja, ist schön für Zoller, dass er das nutzen konnte. Ich habe ihn ja im Geiste schon ein bisschen abgeschrieben gehabt. So nach dem Motto, der packt es nicht mehr. Der wechselt bestimmt jetzt irgendwann demnächst für 4,5 Millionen zu Frankfurt oder sonst wem. Also Kaiserslautern nicht unbedingt, aber Hamburg, Hannover. So diese Kaliber. Wie das natürlich jetzt auch bei Schärchern der Fall war. Der ja dann zu Stuttgart geht. Ja, so ganz glücklich kann man mit den Noten jetzt nicht sein. Gegen Berlin war es schon schlecht und heute auch eher durchwachsen. Da ist sogar Wolfsburg besser gewesen. Was natürlich auch in der 1 gelegen hat von Tim Klose, was in der 2 gelegen hat vom Keeper. Und bei uns war ja keiner so wirklich herausragend, bis auf Tusche. Und das siehst du natürlich dann in dieser Durchschnittsnote der Spieler. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob die Einwechselspieler auch da reinzählen. Müsste ja eigentlich so sein. Tja, und das Bild kennen wir. Es sind zwar jetzt 3 Spieler unter den Top 21, nicht ganz Top 20, obwohl man auch sagen könnte, das müsste eigentlich fast so sein, aber der Mario Götze hat eine Vorlage mehr als Yusuf Paulsen. Es wäre halt schön, wenn wir da oben mitmachen könnten. So Typ Mandzukic, Schuf, Sigthorsson, Hofmann, Petersen, De Jong, Ben Khalifa, das sind alles die Top-Stürmer der Spitzenmannschaften, obwohl die können wir ausklammern hier. Also das hier, ne, ab Hofmann aufwärts,
die jetzt schon doppelt getroffen haben, also zweistellig. Aber das kann der Timo ja alles schaffen. Wir werden versuchen, ihn natürlich jetzt die nächsten Spiele auch wieder von Beginn an zu bringen, weil die Noten unserer Stürmer heute nicht so gut sind, dass die jetzt da die Überform haben werden. Und wenn es dann eben darum geht, dass die Form annähernd gleich ist, dann zählt natürlich die Stärke. Und da ist klar, wer dann vorne aufgestellt wird. Mit Weihrauch können wir immer noch nicht planen. 5 Wochen, genauso mit Toljan 3. Dann stehen die uns wieder zur Verfügung. Bei Toljan, da könnte es sogar noch klappen, dass der das Freiburg-Spiel mitmachen kann. Das Pokalmatch. Aber bei Weihrauch, da müssen wir eben dann warten. Das ist dann so die Vorbereitungsphase, wo wir auf ihn zählen können. Schwegler hat sich hier eine Sperre abgeholt für Gelb. Also wahrscheinlich die 5. 10. wäre ein bisschen schlecht. Also dann wäre er permanent nur am Faulen. Das würde mich dann schon wundern. Das hätte damals auf Kimmich gepasst. In der, ich glaube, 1. oder 2. Bundesliga-Saison. Ja, Leute, gehen wir mal weiter. Und gucken uns das ganze Ding an. Wie wir das jetzt gegen Schalke machen.